Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty. Ich bin der Ilmo und wir sind hier immer noch in unserem ersten Jahr, haben schon ordentlich was erreicht in unserem Dorf. Unsere Ehefrau steht hier vor uns, schaut zu, wie wir hier ein bisschen trainieren. Nein, Quatsch. Wir sind in unserem ersten Jahr, haben schon einiges gebaut. Wir stehen hier gerade in unserer Scheune, mitten im Dorf. Auf der Seite ist noch ziemlich viel Brachland. Unsere Frau steht hier und sagt, sie hat keinen Auftrag. Keine Ahnung. Deswegen müssen wir dann mal gucken, was da los ist. Auch ein paar andere Handwerker von uns haben kein Werkzeug mehr. Das müssen wir erstmal herstellen. Wir sind aber hier in der Scheune, um Tonbewurf herzustellen. Das sollte hier eigentlich gehen. Deswegen bin ich jetzt an der Werkbank und versuche das jetzt mal. Tierfutter, Tonbewurf. Ah, da ist es ja. Tonbewurf, Dünger. Verdorbenes Dünger. Mondsamen. Okay. Truhe. Die ist leer. Was können wir hier machen? Mahlstein. Mehl, Mehl, Mehl. Aus Roggen, Weizen, Haferkorn. Und hier zum Dreschen. Okay. Dann machen wir das erstmal mit dem Tonbewurf. Da wir in der letzten Folge Ton gesammelt haben und dazu brauchen wir auch noch Stroh. Okay. Schema kaufen. Schema kaufen. Rüber dann. Stroh holen. Ich glaube, da müssen wir noch so circa 300 haben. Weil wir vor einiger Zeit 600 Stroh gesammelt haben. Sollte das kein Problem sein. Genau 350. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel wir mitnehmen müssen. Deswegen nehmen wir mal 100 mit. So. Dann mache ich da zum ersten Mal jetzt Tonbewurf. Ah ja, können wir 10 mal machen. Ach ne, 10 Stroh und 10 Ton. Das sind 10 mal Ton, ja, also 80. So. Herstellungspunkte. Ja, eigentlich wollten wir Bronzewerkzeug herstellen. Aber das trifft sich ja ganz gut, denn wir wollten ja auch. Nein, hier, so. Verputzen. Tonbewurf. Erfordert 8. Jo. Machen wir das mal mit der Scheune. Das ist ja einfach nur, dass ich das einmal gemacht habe jetzt. So. So. Aha, aha. Zack. Ja, sehr schön. Ja, hier bei unserer Hütte wollte ich das nochmal später ändern, dass das Steinwände werden. Außerdem wollte ich das auch irgendwann mal abreißen, damit das So. Aha. Jo. Sieht es ja nicht mehr so durch. Wollte ich ein größeres Haus machen. Deswegen ist da eben noch so viel Platz. Ja, du hast kein Werkzeug mehr, du hast kein Werkzeug mehr. Dann müssen wir jetzt unsere Bronzebahn nehmen wir mit. Ich nehme vorsichtshalber ein paar Bretter mit und ein paar Holzstämme. So, ich weiß nicht, was wir. Eisen können wir eh noch nicht herstellen, aber die Eisenbahn behalten wir. Ich weiß nicht, was wir jetzt für die Bronzeäxte benötigen. Gehen wir hier mal in die Schmiede. So, hallo Schmiede.
Dann gucken wir erstmal, was benötigt wird. Verwaltung. In unseren Gebäuden haben wir so einige Produktion. Küche, keine Arbeiter, keine Produktion eingestellt. Passt, das mache ich alles noch selber. In der Scheune. Produktion nicht eingestellt. Okay, muss sie... Ah, wir haben... Unsere Frau muss im Feld schuppen. Ah, okay. Dann müssen wir das ändern, dass sie nicht in der Scheune arbeitet, sondern im Feld schuppen. So. Und dann braucht sie im Feldschuppen Hake ist da. Säckchen müssen auch da sein. Sichel und Sense, das fehlt. Also brauchen wir eine Sichel oder eine Sense. Und Jagd. Fische, die haben noch Zustand, Kapazität, Werkzeug. Müsste ja eigentlich noch ordentlich was da sein. Jagdhütte, Salzfleisch, Fleisch, Messer. Müsste eigentlich auch noch was da sein. So, und jetzt Gewinnung. Ihr habt kein Werkzeug mehr. Was ist denn mit Grabungsschuppen? Du hast auch noch, du hast noch genügend. Das wird als nächstes kommen, ne? Oh, Gewinnung 4. Ist auch aufgestiegen. Na, sehr schön. Fehlt bei dir noch Überleben. Ja, Fischhütte. Ja, das kommt dann im Sommer. Also brauchen wir Sichel und Äxte aus Bronze. Ganz schön duster, ne? So, was haben wir hier? Truhe öffnen. Die Bronzebahn. So. Da haben wir gesagt, die heben wir mal auf. Dann wollte ich hier rüber und am Amboss. So, Bronzewerkzeuge. Jo. Mhm. Wir haben hier Bronzesense, Bronzesichel. Ich weiß jetzt nicht, Werkzeug wird am Amboss der Schmiede hergestellt, wird zum Ernten von Getreide verwendet. Ganz so. Ist raumgreifender als die Sicher. Puh, oh, keine Ahnung. 4 Kilo, Haltbarkeit 620. Oh! Ein Stock, ein Holzstamm, Bronzebahn. Holzstamm. Ah, okay, ja. Dann fangen wir mal klein an und stellen hier mal 25 Bronzebahnen haben wir. Stellen wir hier mal 2 her. Jawohl. So. Dann Axt. Holzstamm. Oh, eine braucht 2 Bronzebahnen. Aber Haltbarkeit 500. Okay. Kaufen wir. Und da stellen wir dann mal 4 her. Oh, Bild. Ganz schön doof. So. Okay. Hacke. Hacke brauchen wir auch. Fürs Feld, dann stellen wir hier auch mal 2 her. Die ersten Bronze-Sachen her. Haltbarkeit 256. Ja, müssen wir fast 3 herstellen, ne?
Dann stellen wir halt hier nochmal eine her, dass das gleichmäßig ist. Ich weiß nicht, ob es wie, wo, was. Also. Neues Level Produktion. Okay. Sehr schön. Was haben wir hier? Schnelles Handwerk in der Schmiede. Ja, das geht ja ratzfatz, ne? Wir werden demnächst viel nähen. Schnelleres Bauen. Ja, wir haben eh sowieso schnelles Bauen, von dem her Ausdauer verbraucht. Das wäre vielleicht, aber so viel bauen wir jetzt auch nicht am Stück. Deswegen packen wir den Punkt hier rein. So. Haben wir. Das dauert noch. Jagen wäre vielleicht demnächst mal was. Landwirtschaft kommt auch. Ah, da haben wir Punkte dazu bekommen. Diplomatie, ja, das dauert. Da machen wir ganz wenig. Überleben. Jo. Okay. So, nochmal Amboss. Bronzewerkzeug. Bronzeschaufel. Das wäre dann. Ich weiß nicht, für unseren Grabungsschuppen. Das müsste doch demnächst auch mal kommen. Grabungsschuppen. Was brauchst du? Spitzhacke und Schaufel. Halbpack-Guide. Schaufel. Ach ja, wir machen ja keinen Tonabbau, deswegen braucht er keine Schaufel. Ah, da sieht man das. Moment. Kein Werkzeug. Ja, okay. Kräuterhütte. Jagdfischerhütte. Messer, Fischbär. Er hat doch noch Speere. Ich habe doch da ganz viele in der Kiste. Oh ja, Messer hat noch. Und hier Messer Jagdhütte. Oh ja. Ah. Okay. Nochmal. Schauen wir mal. Können wir hier auch? Nee. Spitzhacke. Halbacker 200. Ja, komm, kaufen wir und dann machen wir hier auch mal zwei. Why not? So, Hammer. Hammer braucht keiner. Schaufel. So, das Messer kaufen wir auch. Und da fehlt uns. Und Stöcker. Oh, die kriegen wir hin. So, so. Machen wir mal zwei, drei Stück. So. Zack, wieder hoch. Und dann machen wir uns mal ein paar Messer. Vier Stück. Jawohl. Das brauchen wir noch nicht. Schaufeln. Wir brauchen jetzt auch noch nicht. Dann hätten wir das jetzt eigentlich soweit. Und können unsere Bahn. Vier Bronzebahnen haben wir noch. Wir das ganze Zeug jetzt abliefern. So, die Nacht ist auch schon wieder reingebrochen. Wir geben hier mal das Werkzeug ab. Ja, die Warnmeldungen sind weg. Da. So, Bronzeaxt. Zack. Bronzehacke. Bronzemesser. Bronzesichel. Bronzespitzhacke. So, das bleibt bei mir.
habt ihr ordentlich Haltbarkeit. Es ist schon wieder Nacht. Später am Abend. Wir haben wieder keine Bänke gebaut. Dafür unser erstes Bronzewerkzeug. Unsere Fischehütte. Oh, die werden alle hier jetzt ordentlich arbeiten können. Hacke? Was? Die hat jetzt schon zwei weniger? Ich verstehe es nicht. Die hat schon noch gar nichts gemacht, oder doch? Na, keine Ahnung. Es wird dunkel. Schatz? How are you? Du bist die Beste. Willst du was zum Knabbern? Probier das mal. Gebratenes Fleisch. Juhu. Romantik. Nee. Have a nice day. Wir wollen noch kein Kind. Sag, ich will pennen gehen. Ist mir zu dunkel nämlich. So. Hier sind. Trinken wir noch einen Schluck? Kalter Kaffee mal schön. So, mit O. Da, sie hat uns gerade was zum Essen gegeben, ne? Das fordern wir gleich mal rein. Minus 5 Wasser. Da kriegen wir 5 Geld, ne? So, machen wir uns komplett voll und trinken was. Hopp. Können wir gleich mal wieder voll machen. Auf der 2. Dann gehen wir mal raus, waschen uns und füllen den Trinkschlauch wieder voll. So. Dann. Jo, steht die alle rum. Tagebuchkarte. Wir haben den 12. Tag im Winter. Es ist plus 3,2 Grad. Kalt, warm, wie auch immer. Jo. Wir haben also noch 4 Tage jetzt im Winter. Dann ist das erste Jahr vorüber. Was steht heute an? Wir haben unseren ganzen Jungs und Mädels frisches Werkzeug gegeben. Und jo, boah, Wasserbett. 10.000 Wasser haben wir da. Holz ist auch noch genügend, Nahrung auch noch. Das wird jetzt demnächst bombastisch boomen. Technologie, Materiallager 2, Jagdhütte bis zum nächsten Level dauert das alles noch. Deswegen können wir uns da schön entspannen gerade. Ich hätte gesagt, ich quatsch mal mit meinen Dorfbewohnern jetzt ein bisschen. I know not every marriage is built on love, but at this point I'd love to have a loveless one at least. Okay, irgendwas. No. So, oh, wie geht's dir? Unterhalten. Was beschäftigt dich im Moment, lieber Dobromir? Das Leben hier ist eine unendliche Geschichte der Arbeit. Wenn du hart und sorgfältig arbeitest, wirst du hier immer etwas zu tun haben. Und keine Sorge, du wirst dich irgendwann daran gewöhnen. Wie war dein Tag wieder? Je eher diese Jahreszeit vorbei ist, umso besser. Meine Hände sind eiskalt und ich kann mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren. Hoffentlich wird das besser, sobald der Frühling kommt. Worin bist du besonders begabt? Ich kann Pilze und Beeren schon aus weiter Entfernung riechen. Das Unterholz hat keine Geheimnisse vor mir. Außerdem bin ich auch ein richtig guter Fischer. Moment, Bären sammeln und Fischer. Und was macht der gerade? Take care. Naja, mal gucken, ob du richtig eingesetzt bist. So, du bist Jäger. Du möchtest aber gern Fischer sein. Weißt du was? Wir haben so viel zum Essen da.
Ich kann dich in die Fischerhütte stecken, mal kurz. Mal gucken, ob es ihnen dann besser geht. So. Und dann haben wir sie. Ne, ihn. Oh, wo ist der? Wo ist der? Ah, ja, genau. Wir müssen mal alt drücken. Und wo ist der Typ? Ist das er? Er ist das, ne? Er hat jetzt gerade keine Arbeit. Unterhalten. Lieber Nierat. Stimmung ist, was beschäftigt dich immer? Die Zeit vergeht hier im Tal langsam. Ich vergesse sie oft und verliere mich leicht. Zum Glück bringt mich der Wechsel der Jahreszeiten immer wieder auf die Spur. Wie war dein Tag bisher? Der Winter ist gar nicht so schlecht. Sieh es von der positiven Seite. Es gibt weniger Feldarbeit zu erledigen und du kannst mehr Zeit in deinem warmen, gemütlichen Zuhause verbringen. Es ist außerdem die Jahreszeit der langen Geschichten und der Unterhaltung am Feuer. Worin bist du besonders begabt? Es macht mir Freude, meine Gefühle auszudrücken, indem ich verschiedene Dinge herstelle. Kochen, schmieden, nähen. Ich habe das alles schon ausprobiert. Ja, aber... Schwierigkeiten. Ich habe nicht genug Kraft zum Hacken und zum Schürfen. Diese Arbeit würde ich lieber jemand anders überlassen. Okay. Good luck. Er möchte kochen. Er möchte in die Schmiede. Was haben wir denn, was wir... Fleisch. Packen wir ihn mal in die Küche und in der Küche, ja, wir haben jetzt ja noch nichts, deswegen. Soll einfach mal gebratenes Fleisch erstellen. So. Das gefällt ihm vielleicht besser. Dafür fehlt uns aber wo haben wir den anderen raus? Bei der Jagdhütte haben wir ihn raus, ne? So. Guck mal, das gefällt ihm richtig gut. Okay. Und der sagt noch nichts dazu. Das kommt vielleicht in der nächsten Saison. So, dann müssen wir nochmal... Reden wir mal mit den Holzfällern. Wie es ihnen so geht. Hey, Spitopelk. How do you do? Drei. Unterhalten. Was beschäftigt dich im Moment? Bisher hatte ich ziemliches Glück. Das Tal ist furchtbar und die Wälder sind voller Wild. Mit etwas harter Arbeit kann es einem hier gut gehen. Wie war dein Tag? Ja, diese Zeit. Meine Hände sind eiskalt. Ja, okay. Worin bist du? Ich mag also einfach harte Arbeit, weil sie mein Blut schneller fließen lässt und meine Muskeln. Stellt. Ich kann sogar mit bloßen Händen arbeiten, wenn es nötig wird. Und das heißt, du bist da richtig gut aufgehoben? Hast du Schwierigkeiten in etwas? Ich kann mich einfach nicht dazu bringen, mehr Herz in meine Arbeit zu legen. Es gibt nur alltägliche Routine. Okay. Ja. Goodbye. Ja. Ich glaube, er ist ganz zufrieden. Was ist mit ihr? Hey. Oh, it's you again. Ja.
Was beschäftigt dich? Bisher hatte ich ziemliches Glück, bla bla bla, okay, das kennen wir schon. Je eher die Zeit vorbei ist, desto besser. Meine Hände sind eiskalt, kennen wir auch schon. Und wo denn bist du besonders? Ich mag einfach harte Arbeit, weil es mein Blut schnell fließt. Okay, das hat der andere auch gesagt. Hast du Schwierigkeiten? Ich kann nicht sagen, dass ich viel davon halte, irgendeine Beute hinherzujagen. Es ist Zeitverschwendung. Ich wünschte, ich könnte näher an mein Haus arbeiten. Hä? Echt jetzt? Alles klar. Okay. Also, ich denke, sie ist da auch gut aufgehoben. Okay, die zwei haben wir fertig. Dann die Lorelei. Jäger. Wo ist Lorelei? Schauen wir mal in der Jagdhütte. Ja. Sie ist sogar da. Hey. Was ist los mit dir? Willst du nicht auf die Jagd gehen? So, was beschäftigt dich im Moment? Ich hasse es, wenn das Wetter meine Arbeit behindert. Schlamm bremst mich ein, die Kälte lässt mich niesen und die Hitze sorgt dafür, dass ich seltsame Dinge sehe. Und wofür? Ich will doch nur in Ruhe meine Arbeit machen. Wie war dein Tag bisher? Je eher die Jahreszeit vorbei ist, desto besser. Na, okay, kennen wir schon. Und worin bist du besonders begabt? Ich kenne den Wald wie meine Westentasche. Dabei weiß ich nicht nur, wie man sich sein Essen jagt, sondern auch, wie man am besten an Häute und Federn kommt. Es ist sehr befriedigend, wenn man mit seiner Arbeit gleich mehrere Dinge beisteuern kann. Ja, okay, dann passt es. Bist du auch hier gut aufgehoben? Es ist frustrierend, die Wälder am Flussufer nach Materialien abzusuchen zu müssen. Geduld ist nicht meine größte Stärke. Also nicht in den Grabung schubsen. Okay. See you soon. Dann verstehe ich aber nicht, warum da die Prozentzahl zu niedrig ist. Warum die Stimmung so schlecht ist. Ja, so. Die Lorelei jagen. Ja, das kommt dann schon, ne? Also, ja. So, den haben wir, den haben wir. Quatsch hier, warte mal. Wo ist sie denn jetzt? Die letzte hier im Bunde. Wo läufst du rum? Du bist auf deiner Seite? Oh, echt jetzt? Ja, dann laufe ich dir mal hinterher. Wo? Attacke Bonanza. Schau mal, du musst da drüben irgendwo sein, ne? Da läuft sie. Hey! Vorsicht! Was macht sie da? Hey! Was machst du da? Hello! Hey! Oh mein Gott! Unterhalten! Was beschäftigt dich im Moment? Ich habe die Schnauze voll von meiner Arbeit. Etwas freie Zeit würde meine Knochen wirklich gut tun. Münzen fallen nicht einfach von Himmel, aber wer weiß, vielleicht kann ich genug sparen, um ein paar Arbeiter anzustellen. Dann bekomme ich endlich etwas Schlaf. Wie war dein Tag bisher? Diese ewige Kälte ist jedes Jahr aufs Neue deprimierend. Der einzige Vorteil ist, dass ich meine Beute im Schnee besser sehen kann. Aber das entschädigt auch mich für dieses ständige Frieren. Okay. Ich bin ein einfaches Mädchen, das einfache Arbeit macht. Fälle ein paar Bäume, schürfe etwas Erz oder trage Wasser, keine große Sache. Alles ist sofort zur Hand. Good luck. Warte mal, was macht sie denn? Aber sie ist doch... Aber sie ist doch gut drin. Bin verwirrt. Hm.
frag sie nochmal, was sie gar nicht mag. Hey, warte mal. Warte mal. Hello. Ja, ich will mit dir reden und wollte dich fragen, hast du mit irgendwelchen Schwierigkeiten? Es braucht sehr viel Zeit und Geduld, wenn man will, dass Tiere und Pflanzen gut gedeihen. Das ist nichts für mich. Okay, ja, also keine Beute, sowas. Ja, alles klar, dann ab nach Hause. Wie gesagt, das reicht auch mal wieder. Und, jo. Jetzt haben wir mit allen geredet. Oha, guck mal, Schätzilein. Schön, da mal loben oder was hier? So, gucken wir uns mal an hier. Schön magst du das. Zack, noch ein bisschen, ja. Und wie ist es so mit dem Bronzewerkzeug? Ich wollte dir keine Holzhacke geben oder sowas oder Steinhacke. Deswegen habe ich gleich Bronzewerkzeug hergestellt. Oh, sehr schön. So. Und dann rote Beete, ne? Kommt dann im nächsten. Im Frühjahr dran. Dauert noch ein bisschen. Jetzt haut sie einfach ab. Alles klar. So, wir haben mit unseren Leuten gequatscht. Ich habe mir gedacht, dass ich das nächste Mal in die Kräuterhütte gucke und ja, mal schauen, was da so abgeht. Ja. Alles klar. Bis dahin. Ade, Blatje. Ciao, euer Elmo. Springen wir nochmal. Jo.